Aber jetzt wird es langsam wieder Winter. Wir müssen noch eine kleine Behandlung haben. Aber was haben wir denn? Wir brauchen auch mal was, was die anderen nicht so haben. Ich weiß. Schröpfen in der Kosmetik. Also, Abo setzen, Glöckchen dran, damit du auch die anderen Sachen nicht verpasst. Und dann sehen wir uns gleich. Tschö! Hallo und herzlich willkommen bei Body Dream Skin and Body Management. Mein Name ist Dirk, seines Zeichens Ästhetiktherapeut. Schön, dass du da bist. Heute geht es mal um das Wellness-Schröpfen in der Kosmetik. Was brauchst du dafür? Natürlich von deinem Kunden oder von deiner Kundin brauchst du erstmal die Abtretung, ne? Kontraindikationen und Abfragen, aber das lernst du auch auf dem Lehrgang. Was brauchst du noch? Du brauchst einmal die Schröpfgläser. Wo habe ich sie? Hier habe ich sie. Die kannst du auch gut dazu kaufen, die kannst du auch überall bestellen. Werden auch auf dem Lehrgang bei Kurland mit angeboten. Diese Schröpfgläser brauchst du einmal dazu. Da wir Trockenschröpfen machen und eine Schröpfkopfmassage, brauchst du nachher für die Schröpfkopfmassage auch noch ein Schröpföl. Was du näher hast, da gibt es auch so verschiedene. Hast du zum Beispiel Anti-Aging, Relax, dann hast du Tension, also ein Cupping Oil, also ein richtiges Öl dafür. Dann hast du ein Heat and Neck. Auch Cupping Öl, alles Cupping Öl, das heißt, die haben eine besondere Konsistenz, wo die Köpfe dann auch sehr gut gleiten. Wir fangen heute mal an mit Schröpfen für den Rücken, das ist auch das, was ich mit angeboten habe, weil ich habe schon eine andere Vakuummassage, das Video verlinke ich hier oben nochmal, genau. Da kannst du nochmal gucken, wie ich es im Gesicht mache, weil da haben wir ja alle auch ganz viel Geräte. Das heißt, du kannst natürlich auch mit kleineren Sachen, kannst du auch diese Sache in deiner Gesichtsbehandlung mit einarbeiten. Gut, nachdem du das hast, was brauchen wir noch? Dann habe ich hier so ein kleines, nur damit, denk dran, damit der Kunde auch ein bisschen geschützt ist und durchgucken kann hier. Vielleicht habt ihr noch ein kleines Schälchen, was ihr unten drunter stehlen könnt. Wenn der Kunde da so runter guckt, dann ist das ja immer ganz nett. Was braucht ihr noch? Dann gibt es von Kurland so Moorpackung. Ist auch erschwinglich, ist jetzt nicht so teuer. Kann man in den Behandlungspreis mit reinpacken. Und ein Wärmekissen. Ein ziemlich großes Wärmekissen, auch mit einer Moorfüllung. Ja, weil das kommt nach dem Cupping dann noch drauf. Dann brauchen wir noch ein schickes Modell. Da freue ich mich gleich drauf, wenn das Modell kommt und sich hinlegt. Das freut sich auch schon auf die Anwendung. Und dann gehen wir die Anwendung Schritt für Schritt durch. So, als erstes kommt natürlich wieder Desinfektion der Hände. Ja. Wenn wir dann unsere Hände desinfiziert haben, machen wir uns das erste Mal mit dem Rücken ein bisschen vertraut und gehen auch so runter und gucken, was wo ist. Denkt dran, keine Schröpfköpfe auf die Wirbelsäule setzen. Oder ihr fragt vorher am besten auch, wo die Verspannungen sind oder wo sowas ist. Und dann merkt ihr schon, hier oben im Nackenbereich ist das schon ganz spannend. Das heißt, ihr setzt den ersten schon mal hier oben an. Und zieht das erste Mal die Luft an. Fragt, ob das angenehm ist oder ob ihr nochmal nachsetzen könnt. Dann nehmt ihr die andere Seite, nehmt die gleiche Stelle, ja, schön einziehen lassen auf den trockenen Rücken. Jetzt setzt ihr nach und nach alle Schröpfköpfe immer schön platziert, da wo ihr die Verspannung gemerkt habt, setzt ihr drauf. Und lasst das einmal kräftig einziehen.
fragt bitte, ob die Kundin in den Urlaub will oder an den Strand die nächsten Tage, weil es kann schon sein, dass das kleine Hämatome gibt, beziehungsweise kleine rote Punkte, die dann bleiben. So lasst ihr den jetzt ungefähr 7 bis 15 Minuten einwirken. Nach der Einwirkzeit gehen wir langsam bei und lösen die einzelnen Schröpfglocken runter und verreiben auch ein bisschen den Ansatzpunkt. Und von den letzten zwei, da behaltet ihr gleich ein. Jetzt kommen wir noch zu der richtigen Schröpfkopfmassage. Das heißt, wir hatten vorher ja das Öl vorgestellt. Meine Kundin hat jetzt gesagt, sie möchte das Heat ganz gerne haben. Und das tragen wir auch bitte nur ganz vorsichtig und wirklich minimal nur auf den Rücken auf. Da brauchen wir gar nicht viel von. Ja. So, dass der Kopf gleich hier in den Seitenstreckern gut rutschen kann. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen unten an dem Kopf dran machen von dem Öl. So. Dann setzt ihr den auf. Diesmal bitte nicht ganz so dolle festziehen. Nehmt so zwei Züge oder ein Zug. Halt die Haut ein bisschen stramm darunter, ja, und zieht dann den Kopf einmal richtig schön bis unten runter und wieder hoch, so dass wir eine gleichmäßige, schöne Durchwärmung an diesen Stellen bekommen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ja wie in der Vakuummassage, ja, es ist ungefähr das gleiche System. Nur da arbeiten wir halt mit dem Gerät, was immer brummt. Und hier haben wir dann das Vakuum schon mal drin. Ihr seht auch schon, gibt eine gute Durchblutung. Manchmal rutscht er euch auch wieder weg. Dann pumpt ihr den einmal nach und geht wieder zwei, dreimal hier oben drüber. Ja. Nochmal ums Schulterblatt rum. So, als nächstes haben wir unsere Moorpackung. Ja, die hat hier ein Vlies, dass das Moor wirken kann. Und auf der anderen Seite ist eine Folie. Das ist auch sehr kühl. Das ist sehr angenehm erstmal. So, legen wir schön drauf. So, und damit das Ganze jetzt nicht nur kühlt von dem Moor, haben wir natürlich noch unser Packen. Das haben wir vorbereitet. Gucken, dass wir das richtig hinlegen. So. Ja. Haben unser Kissen vorbereitet, unsere Moorpackung, die jetzt langsam das Moor aufwärmt. Bleibt jetzt noch 20 Minuten auf dem Körper liegen. Das heißt, die Wärme verteilt sich jetzt gut in dem Körper und wärmt das ganze Moor einmal durch. Nach den 20 Minuten kommt bitte vorsichtig an euren Kunden oder eure Kunden. Ja, nicht, dass ihr da einmal drauf haut und sagt, so, fertig, sondern wirklich vorsichtig. Merkt, das Kissen ist auch noch ganz warm. Und nehmt das vorsichtig, das Wärmekissen ab.
So, jetzt wenn ihr die Moorpackung abnehmt, dann merkt ihr auch, die ist langsam ganz warm geworden. Könnt ihr auch runternehmen und ihr seht das Moor auf dem Rücken. Jetzt entsorgt es nicht einfach, sondern wenn die Kundin einen Garten hat, das ist ganz normaler Torf, könnt ihr der das gerne mitgeben, dann kann sie das im Garten als Dünger noch verwenden. Die Reste nehmt ihr jetzt mit einem Tuch kurz ab und ihr habt bitte vorher geklärt, ob ihr jetzt etwas Wärmendes oder etwas Kühlendes auftragen sollt. Hier gibt es auch von Kurland zwei ganz tolle Sachen. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Mit Ziegenbutter einmal was Wärmendes, einmal was Kühlendes. Das Warme ist auch wirklich sehr warm. Ich habe vorher gefragt, sie möchte etwas Kühlendes haben, deswegen trage ich jetzt eine etwas kühlende Creme auf. Die könnt ihr dann natürlich auch in den Abverkauf mit reinnehmen, beziehungsweise wenn ihr diese kleinen Verpackungen habt, die ihr in der Behandlung nehmt, gebt dem Kunden oder der Kundin auf jeden Fall den Rest nochmal mit nach Hause, damit sie das nochmal nachlegen kann. So. Und verteilt es gleichmäßig auf dem Rücken. Dann hören wir uns gleich nochmal zum Nachwort. So ihr Lieben, das war Wellness-Schröpfen in der Kosmetikkabine. Ich denke, das ist was ganz Spannendes. Genaue Informationen findest du oder bekommst du bei Kurland. Ich verlinke es auch unten nochmal. Und damit du es nicht verpasst, natürlich hier Abo, Glöckchen, ne, damit du erinnert bist, wenn ich dann das nächste Video hochlade. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Body Dream Skin and Body Management. Tschö!